Hallo meine liebe Community, nach einer kurzen Pause melde ich mich wieder persönlich zu Wort, um euch mitzuteilen, dass nun eine neue Geschichte kommt. Deshalb die Däumchen nach oben drücken, das Video positiv bewerten. Ich warte und warte. So, zweite Sache. Ich habe mich dazu entschieden, nachdem ich mehrfach gefragt wurde, ein Q&A oder ein FAQ oder wie auch immer zu machen, bedeutet jetzt für euch, stellt jetzt oder nach dem Video ein paar Fragen zu meiner Person, alles, was ihr schon immer wissen wolltet, und dann werde ich entweder ein separates Video oder kombiniert mit einem Intro in der Zukunft das Ganze dann beantworten. Also, ganz viele Fragen schreiben, damit ich das in meinem Q&A-Video aufnehmen kann. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte! Seitdem ich mich erinnern konnte, lebten meine Familie und ich in diesem Haus. Es war ein riesiges Anwesen mit einem großen Baum im Vorgarten, an dem ein Seil befestigt war, das sich durch das Hin- und Herschwingen über die Jahre abnutzte und das Metall zum Knarren brachte. Soweit ich mich erinnern konnte, fand so ziemlich jede Geburtstagsparty in diesem Haus statt. Jeden Weihnachtsmorgen versammelten sich meine Brüder und ich auf dem Boden vor dem Baum. Und jedes Jahr zu Ostern saßen wir auf der hinteren Veranda und färbten Eier. Die Wände im Haus waren sowohl mit alten als auch mit neuen Fotos bedeckt. Einige waren schwarz-weiß, einige verblasst und andere vom Wochenende zuvor. Es schien immer nach dem blumigen Parfüm meiner Großmutter zu riechen und nach Rauch aus dem kleinen holzbefeuerten Kamin. Es war nicht groß, aber groß genug, wie mein Vater immer sagte. Es war mein Zuhause und diente als Kulisse für jede liebevolle Erinnerung, die mir lieb und teuer war. Nun, die schönen Erinnerungen und eine weniger angenehme Erinnerung. Nachdem meine Familie und ich so lange in dieser Nachbarschaft gelebt hatten, waren wir fast allen unseren unmittelbaren Nachbarn nahegekommen. Zu unserer Linken wohnte ein älteres Ehepaar, das ich einfach als Herr und Frau Herrera kannte, die immer in Schaukelstühlen in ihrer netzartig umzäunten Veranda saßen. Und zu unserer Rechten lebte die Familie Campbell. Das Haus der Campbells war fliederfarben gestrichen und ihre Hinterhöfe waren nur durch einen Maschendrahtzaun voneinander getrennt. Es hatte auch einen größeren Vorgarten, oder zumindest fühlte es sich so an, da es dort keine Büsche oder Bäume gab, was wiederum dazu führte, dass wir viele Nachmittage dort mit den Campbell-Kindern fangen spielten. Das jüngste Kind von ihnen war ein Mädchen, das 2 Jahre älter als ich war und den Namen Alisa trug. Wir beide standen uns sehr nahe und gingen oft mit verschränkten Armen zur Schule, während wir versuchten, in jede Pfütze zu stampfen oder so viele Fußabdrücke im Schnee zu hinterlassen, wie wir nur konnten. Alisa war unfehlbar auf jeder dieser Geburtstagsfeiern und ich kletterte über den Zaun, um sich jeder einzelnen von ihnen anzuschließen. Wir waren uns einig, dass nichts uns jemals trennen könne und dass wir eines Tages vielleicht sogar gemeinsam wegziehen würden. Das Beste war die Tatsache, dass sich unsere Schlafzimmerfenster an den beiden Seiten des jeweiligen Hauses befanden und einander gegenüber lagen. Wir beide saßen wie Vögel auf den Fensterbänken und verbrachten viele Stunden damit, uns zu unterhalten, indem wir auf Notizbücher schrieben und uns es gegenseitig hochhielten, um sie zu sehen. Mit ein paar Flimmern einer Taschenlampe erregten wir spät in der Nacht die Aufmerksamkeit des anderen. Wir taten alles, um uns gegenseitig zu beschäftigen, bis wir zu müde waren, um wach zu bleiben. Ich freute mich jeden Abend darauf, besonders an den Tagen, an denen wir durch Hausarbeiten und Schularbeiten in unseren Häusern bleiben mussten. Krankheitstage waren bei weitem die schlimmsten und ich suchte Trost, indem ich mich mit der Taschenlampe in der Hand an das Glas lehnte. Alisa war meine beste Freundin und ich liebte sie, natürlich nur als einen Freund. Doch leider blieb Alisa nicht so lange hier, wie es geplant war. An jenem warmen Sommermorgen, als der Umzugswagen von dem Fliederhaus vorfuhr, brach es uns das Herz. Wir beide hatten es nicht so weit im Voraus gewusst, und als uns die Nachricht überbracht wurde, waren wir von der hoffnungslosen Traurigkeit ergriffen, die mit dem Unvermeidlichen einherging. Alisa stand mit ihrem Rucksack über der Schulter am Fenster und winkte zum Abschied. Sie weinte nicht. Und ich lächelte so beruhigend zurück, wie ich nur konnte.
Nachdem meine Freundin ins Auto eingestiegen war und mit all den Habseligkeiten ihrer Familie im Schlepptau weggefahren war, konnte ich nur noch in mein Kissen weinen, damit es niemand hörte. Ich war schließlich kein Kind mehr und wollte nicht, dass es jemand mitbekam. Nein, Mama, es ist schon gut. Wir werden telefonieren und Briefe schreiben. Sie wird es tun. Sie hat es versprochen. Das Haus stand lange Zeit leer. Meine Familie und ich hielten uns vom Vorgarten fern und gingen nur rüber, um das zu verkaufen Schild wieder aufzuheben, wenn es umkippen würde. Der Winter hüllte das Haus in Schnee, der bis zum Frühling von den Fußspuren unbefleckt blieb. Der Rasen wurde unter der Sommersonne braun, wenn abends niemand zum Gießen kam. Die Schule fing wieder an und ich hatte nur einen Brief und zwei Telefonanrufe von meiner alten Freundin erhalten. Wir wussten beide Male nicht, worüber wir reden sollten. Meine Familie und ich hätten es nicht bemerkt, dass das zu verkaufen Schild nicht mehr dort stand, wenn mein Bruder Thomas uns nicht darauf hingewiesen hätte. Thomas hatte mehrmals gesagt, er habe Leute ein- und ausgehen sehen. Als er meinem Vater den nun leeren Hof zeigte, zuckte er die Achseln und deutete an, dass vielleicht jemand einziehen würde. Wir sahen nie einen Umzugswagen oder das große Spektakel, das die neuen Mieter begleitete. Eines Tages war dort nur ein roter Pickup zu sehen. Zuerst sah es so aus, als hätte ihn nur eine Person bewegt. Es war ein Mann mit einem dicken weißen Schnurrbart und silberblondem Haar, der gelegentlich damit wegfuhr, um Lebensmittel einzukaufen. Manchmal ging er abends nur mit einer Bierdose in der Hand über die Veranda, nur mit einem Tanktop und einer schmutzigen Jeans. Er stellte sich einmal widerwillig im Vorbeigehen als Douglas vor. Mir gefiel es nicht, wie sein Blick auf mir verweilte, als er mich dort stehen sah. Manchmal ging ich hinaus und schaukelte nur, um dann prompt hineinzugehen, nachdem ich ihn im Fenster oder durch die Schirmtür bemerkt hatte. In einer späten Winternacht passierte noch etwas anderes, was ich beunruhigend seltsam fand. Ich lag halb wach im Bett, als etwas im Fenster von Alisas altem Zimmer meine Aufmerksamkeit erregte. Es war ein winziges Flackern, nicht wie eine Taschenlampe, sondern eher die Reflexion von Licht von etwas anderem. Das Flackern war gewollt, ein Muster von unterschiedlicher Dauer. Und etwas bewegte sich ganz leicht zwischen den halbgezogenen Vorhängen in der Dunkelheit des angeblich leeren Zimmers. Als ich unter der Decke hervorschlüpfte, machte ich mich auf den Weg zum Fenster und legte die Hände um meine Augen, um einen klaren Blick zu erhalten. Der Raum war überhaupt nicht leer. Ein Mädchen, das einige Jahre jünger war als ich, stand fast außer Sichtweite mit einem kompakten Spiegel in der Hand. Sie benutzte den Schein der Straßenlaterne und winkte aufgeregt, als sie bemerkt wurde. Sie bewegte sich vorwärts und begann etwas Unverständliches in den Mund zu nehmen, als ich daraufhin nach einem Notizbuch griff. Hallo, wer sind Sie? Das Mädchen sah verwirrt aus und schien weder zu verstehen, was ich geschrieben habe, noch was die Frage war. Ich starrte sie einen Moment lang leer an, bevor ich ihr eine einfache Frage stellte. Wie ist dein Name? Dann zeigte sie auf sich selbst. Ich nickte und drängte sie zur Antwort. Nach einigen Versuchen wandte ich mich wieder dem Notizbuch zu und hielt es lange genug hoch, damit das Mädchen es entziffern konnte. Es ist schön, dich kennenzulernen, Marissa. Marissa nickte glücklich und lächelte mit einem breiten Grinsen. Ihr fehlten ein paar Vorderzähne, aber das schien ihr nichts auszumachen. Für ein Kind ihres Alters war das nichts Ungewöhnliches und die Zähne würden noch kommen. Ich wies darauf hin und hielt dann zwei Finger hoch. Die Botschaft war klar. Bevor ich noch mehr schreiben konnte, drehte Marissa den Kopf und sah plötzlich nervös aus. Sie drehte sich nur um zu winken, bevor sie wieder aus dem Blickfeld rutschte. Dadurch wurde ich leicht nervös und fragte mich, ob das etwas Normales sei oder nicht. Ich wusste, dass einige Leute einfach nur schüchtern waren, so dass ich kein Drama daraus machen wollte. Doch die Begegnung war mir unangenehm. Es war nicht das letzte Mal, dass Marissa am Fenster erschien. Sie stand immer da und wartete darauf, dass ihre neue Bekanntschaft es bemerkte und ans Fenster kam. Zuerst erschien sie nur nachts. Es war schwierig zu sprechen, da sie kein Papier hatte und das Fenster nicht öffnen wollte, weil eine Hausalarmanlage installiert war, sodass die Gespräche recht kurz waren.
Die Stimme des Mädchens war die längste Zeit ein Rätsel. Doch bald war sie auch tagsüber da, was die Dinge weniger beunruhigend und unbequemer machte. Das Fenster ging gegen 9 Uhr morgens auf und wenn ich irgendwo in Sichtweite war, rief Marissa meinen Namen. Manchmal warf sie sogar kleine Kieselsteine gegen das Glas, bis ich das Fenster aufmachte. Sie sprach zu schnell und stellte zu viele Fragen, die ich höflich beantwortete, bis sie sich bei mir für die Neugier entschuldigte. Es waren Fragen wie: Hast du einen Hund? Mein Vater ist allergisch gegen Haustierfell. Was machst du da? Hausaufgaben? Warum hast du so lange gebraucht, um nach Hause zu kommen? Gehst du zu Fuß oder fährst du mit dem Bus? Willst du etwas spielen? Willst du rüberkommen und spielen? Ich habe viele Spiele, die wir spielen könnten. Für jemanden mit so vielen Fragen gab es jedoch eine, bei der sie sich sogar weigerte, es selbst zu beantworten, was mich noch misstrauischer machte. Eines Nachmittags, während ich die notwendigen Dinge auspackte, um meine Hausaufgaben zu erledigen, fragte Marissa mich, was ich in der Schule gemacht hatte. In dem Moment drehte ich mich um und fragte: Wo gehst du zur Schule, Marissa? Ich sehe dich nie in meiner. Das Mädchen im Fenster sah aus, als ob sie plötzlich mit einem Scheinwerfer im Gesicht auf eine Bühne gestellt worden wäre. Ich ging in der Nähe von Mamas Haus auf eine Privatschule, aber mein Papa hat mich zu Hause unterrichtet. Oder so ähnlich. Wirklich? Macht es Spaß, zu Hause zu bleiben? Ich denke schon. Sie neigte den Kopf, als würde sie zuhören. Doch dann weiteten sich ihre Augen vor Überraschung. Was ist los? Nichts, mein Papa ruft. Bis später. Beim Abendessen erzählte ich meiner Familie alles über Marissa. All die Fragen und das seltsame Gefühl, das ich bekam. Ich gab zu, dass ich ihr aktiv aus dem Weg gegangen war und mich heimlich um sie herumgeschlichen hatte, um sie nicht sehen zu müssen. Zuerst schienen meine Eltern nicht beunruhigt zu sein und sagten, dass ihre neue Nachbarin nur ein wenig neugierig sei. Doch Thomas schien interessierter zu sein und ich konnte an seinem Gesicht erkennen, dass er sehr neugierig war. Nach dem Abendessen fragte er mich, ob er Marissa sehen könne. Da es keinen logischen Grund gab, warum ich mit Nein antworten sollte, stimmte ich dem zu. Doch als wir versuchten, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, stellten wir fest, dass sie an diesem Abend nicht zum Fenster kam. Eine Woche verging und Marissa war nirgendwo in Sicht. Mein Bruder und ich hatten keine Lust, an die Tür zu klopfen, während Douglas drinnen war. Vielleicht ist Marissa nur das Produkt einer Fantasie. Ich bin zu groß für imaginäre Freunde. Schließlich, an einem besonders kalten Abend, sah ich das Flackern noch einmal vom Fenster aus. Das Fenster war zwar offen, aber nur so weit, dass Marissa durchs Fenster flüstern konnte. Sie sah in Ordnung aus, wenn auch nur ein wenig müde. Hey, willst du mal etwas Cooles sehen? Was ist es denn? Ich habe eine Kissenburg gebaut. Es macht wirklich Spaß und es hat mehrere kleine Räume. Wenn du mutig bist, kannst du rüberkommen und wir können darin spielen. Warum muss ich mutig sein? Daddy mag es nicht, wenn Leute rüberkommen. Sie machen Unordnung. Du wirst es nicht tun, aber er denkt, du tust es. Wo ist denn die Kissenburg? Es ist in dem kleinen Kriechkeller unter dem Wohnzimmerboden. Willst du? Es ist spät, ich habe morgen Schule. Ich muss bald ins Bett. Es tut mir leid. Es ist okay, ich habe nur nie Freunde zu Besuch. Es ist, als ob sie mich vergessen hätten. Oh, ich wette, das haben sie nicht. Alle sind in der Schule und... Ich frage morgen meine Mutter, okay? Marissa lächelte ein wenig. Und für eine Weile saßen wir schweigend da. Ist Douglas dein Vater? Fragte ich verunsichert. Das kleine Mädchen im Fenster machte ein Gesicht, das ich vorher noch nie gesehen hatte. Ihre Stirn runzelte sich und sie schüttelte den Kopf. Douglas? Ja, er und mein Vater unterhielten sich nur ein wenig. Er scheint Nachbarn nicht besonders zu mögen. Das ist nicht der Name meines Papas.
Thomas wurde neugierig, als er das hörte, und verbrachte mehr Zeit damit, Marissa selbst zu treffen und mehr über sie herauszufinden. Er stellte ihr zahlreiche Fragen, doch sie antwortete nicht. Irgendwann beschuldigte er mich, das alles nur erfunden zu haben, weil ich angeblich über Alisa verärgert war. An einem kühlen Novembermorgen bewies ich, dass ich mir das nicht ausgedacht hatte. Es war 4.30 Uhr am Morgen und noch bevor die Sonne aufgegangen war, als die ganze Familie durch das Geräusch von zersplitterndem Glas geweckt wurde. Ich war der Erste, der aufstand und herausfand, was den Lärm verursacht hatte, denn ich brauchte nur aus dem Fenster zu schauen. Das Fenster, in dem Marissa so oft gehockt hatte, war außen zersplittert und hatte schimmernde Glasscherben über das Unkraut weit unten verstreut. Da stand das dunkelhaarige Mädchen, ihre lockigen Locken nicht mehr in ihren ordentlichen Zöpfen und ihre Augen weit aufgerissen vor Angst oder zumindest vor dem, was sie als Angst empfand. Sie schüttelte den Kopf und als ich ihren Namen rief, sah sie sich verzweifelt um. Ich kann nicht sehen. Es ist zu dunkel. Ich will nicht hier sein. Bitte. Marissa, ich bin hier. Was ist passiert? Ich winkte mit den Armen, aber das Mädchen tastete nur blind herum. Ich will nicht zurück an den dunklen Ort gehen. Das macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Es gab noch einen undeutlichen Aufschlag. Und dann war ihre Stimme weg. Kurz darauf stürmten alle herein. Aber niemand konnte herausfinden, was passiert war oder worüber sie überhaupt sprach, als sie versuchte, das Gesehene zu artikulieren. Am Nachmittag beschloss ich, meine alte Freundin Alisa anzurufen, in der Hoffnung, es jemandem zu erzählen, der es besser verstehen würde. Ich saß auf meinem Fensterbrett und schaute hinaus, während ich erwartungsvoll dem Klingeln zuhörte. Alisas Mutter antwortete nach drei Versuchen und klang irritiert, bevor sie das Telefon weiterreichte. Hallo Mike, wie geht es dir? Etwas Seltsames geht in eurem alten Haus vor sich. Ich ging ins Detail und erklärte, was von der ersten Nacht bis zum Morgen passierte, während meine alte Freundin nur in nervöser Stille zuhörte. Erst nachdem ich ihr erzählte, dass Marissa mich zu ihrem Kriechkeller einlud, fing Alisa an zu sprechen. Sie konnte nicht glauben, was sie gehört hatte. Ich sagte, dass es unter dem Wohnzimmerboden in einem Keller war. Während ich mit Alisa sprach und abwesend aus dem Fenster starrte, bemerkte ich, wie Douglas praktisch aus seinem Haus rannte und hastig ich Koffer und Taschen auf die Ladefläche seines roten Lastwagens warf. Er starrte umher, als hätte er Angst, dass sich jemand an ihn heranschleichen würde, sprang dann hinein und fuhr weg. Ich rannte sofort die Treppe hinunter, begierig darauf, es Thomas zu erzählen. Nur um meinen Vater auf dem Sofa sitzen zu finden, der sich nach vorne beugte, um alle Aufmerksamkeit auf den Nachrichtenbericht zu lenken. Hey, Schatz, ist das nicht... Meine Mutter kam angerannt, als das Band mit den Eilmeldungen über die Leinwand lief und das Foto eines Mannes mit einem dicken weißen Schnurrbart und silberblonden Haaren auf die Leinwand gebracht wurde. Die Polizei fahndet nach dem 55-jährigen Douglas Hume, der Hauptverdächtige im Mord an Sandra und Anthony Mitchell sowie bei der Entführung ihrer 7-jährigen Tochter ist. Nachdem die Nachbarn von einem üblen Geruch aus dem angebauten Doppelhaus berichteten, in dem Hume zuvor gewohnt hatte, fand die Polizei die Überreste der Mitchells, die in dem Kriechkeller begraben waren, nachdem sie fast 4 Monate lang vermisst wurden. Die Polizei glaubt, dass Hume mit mehreren Raubüberfällen und Entführungen im ganzen Staat in Verbindung steht. Er gilt als bewaffnet und als sehr gefährlich. Wenn Sie irgendwelche Informationen über diesen Mann haben, rufen Sie bitte diese Nummer auf dem Bildschirm an. Ich sah schockiert zu, wie meine Mutter mir das Telefon aus den Händen riss und in die Küche huschte, um die Nummer zu wählen.